Ja, herzlich willkommen hier auf CustomRigs.de. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu meinem allerersten Review. Ja, und in dem Review geht es um Folgendes. Und zwar geht es in dem Review um den NoiseBlocker Multiframe M12 PS PWM Lüfter und ob dieser wirklich das hält, was NoiseBlocker euch verspricht. Ja, das sehen wir jetzt in dem Video. So, schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Und zwar geht es heute natürlich um einen Lüfter in der 120 mm Klasse. Und zwar um den NoiseBlocker Multiframe M12 PS. Das ist ein PWM-Lüfter. Der kommt mit 1500 Umdrehungen maximal, ist angegeben mit 100 Kubik pro Stunde Luftdurchsatz. Und das Ganze bei nur einer Geräuschentwicklung von 22,1 dBA. Das ist wirklich sehr gering, wenn man das im Gegensatz zur Drehzahl und zum Luftdurchsatz sieht. Sind 22,1 dBA wirklich ziemlich wenig. Und ob der Lüfter dann nachher auch von der Lautstärke her das verspricht, was hier auf der Packung steht, das werden wir dann sehen. Also ich habe jetzt direkt kein dB-Messgerät hier, aber 22 dBA sollte wirklich sehr leise sein. Und ja, das werden wir dann nachher sehen, wenn der Lüfter dann verbaut ist. NoiseBlocker gibt hier auf diesen Multiframe-Lüfter 6 Jahre Garantie. Sprich, wenn ihr nach 3 Jahren feststellt, mein Multiframe-Lüfter, der macht irgendwie Schleifgeräusche, das Lager scheint sich verabschiedet zu haben, da könnt ihr natürlich das Teil bei NoiseBlocker reklamieren, also 6 Jahre Garantie auf so einen Lüfter. Ja, das ist auch, vor allen Dingen ist es ein IT-Lüfter, sprich, der ist eigentlich ja auf 24 Stunden Betrieb ausgelegt. Das heißt, der könnte jetzt hier 6 Jahre lang 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr durchlaufen. Und nach 5 Jahren und 10 Monaten könnte man den dann reklamieren, wenn dann das Lager Geräusche machen würde. Sprich, die Qualität muss so gut sein, dass ihr wahrscheinlich den Lüfter ein ganzes Gamerleben lang habt. Und ja, so, da kommen wir mal direkt hier hinten. So, dann packen wir das gute Stück mal aus und gucken mal, was hier alles zum Paarungsinhalt gehört. Normalerweise werden dort übliche Sachen drin sein, wie Schrauben und Kabel, und wir werden mal sehen, was noch so drin ist. So, was kommt mir als erstes entgegen? Ja, wir haben hier eine Art Rahmen, also Gummirahmen, der dort auf den Lüfter gesetzt wird, um nochmal zusätzlich Schwingung wegzunehmen. Also mehr als der Lüfter an sich sowieso schon wegnimmt. Also das ist wahrscheinlich dann wirklich für Ultra Silence gedacht. Ne? Also man kann diesen Lüfter auch ohne diesen Rahmen montieren. Der ist höchstwahrscheinlich trotzdem sehr leise. Was ist hier noch drin? NoiseBlocker Aufkleber. Und dann haben wir hier 4 Montageschrauben in Schwarz. So, kommen wir zum eigentlichen Lüfter. Dum, 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 dum. Ja, ziemlich gut verpackt, kriegt man so schnell nicht raus. Ich will jetzt hier auch die Verpackung nicht kaputt machen. So. Ja. Ah, ja. Auf engstem Raum so viel wie möglich rein. NoiseBlocker Multiframe Lüfter der neuesten Generation. Ja. Also ich muss sagen, das Design vom Lüfter ist wirklich sehr schick. Es ist alles in Schwarz gehalten. Die Flügel vom Lüfterrad, die sind so grau, rauch, durchsichtig. Ja, sieht sehr schick aus. Auch was ich auch sehr schick finde, ist hier das neue Design vom Aufkleber hier von NoiseBlocker. Das sah auch mal ein bisschen anders aus. Das gefällt mir sehr gut. Wirklich schick aus, dezent. Und auf der Rückseite eben hier nochmal die Bezeichnung. Ja, PWM NB Multiframe M12 PS. Und vor allen Dingen designed and developed in Germany. Das Kabel
Das Kabel ist jetzt hier schon gesleeved. Das sieht auch ziemlich hochwertig aus. Also das ist jetzt kein ultra billiges Sleeve. Am Ende hier mit Schrumpfschlauch quasi abgesetzt. Ja, sehr schön. Passt zum Lüfter. Dezent schwarz. Was ich mir vielleicht für die Zukunft wünschen würde von diesen Noise Blocker Multiframe oder auch den E-Loops, wären eigentlich verschiedene Farben. Egal, ob es jetzt den Rahmen betrifft oder eben den Propeller jetzt hier oder die Lüfterschaufeln. Also wenn es die in einer anderen Farbe geben würde, zum Beispiel den jetzt hier in durchsichtig rot oder so. Also dieses rauchfarbene Grau in Rot oder in Grün, das würde wahrscheinlich auch sehr geil aussehen. Vielleicht überlegt sich Noise Blocker das ja mal, sowas rauszubringen. Ich denke, dass das jetzt nicht so kompliziert ist von der Entwicklung her und von der Produktion. Würde aber wahrscheinlich einen ziemlichen Mehrwert und mehr Verkaufswert bringen. Gerade im Modding-Bereich. Dass jetzt hier kein RGB dran ist und das Ding nicht in 1000 bunten Farben leuchtet, das ist jetzt nicht das Problem. Dafür hat man ja hier auch einen ultra-high-end Silent-Lüfter. Gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen ins Detail. Was macht jetzt diesen Multiframe-Lüfter aus? Und zwar könnt ihr jetzt erkennen, ich würde mal einen konventionellen Standardlüfter dazu nehmen, um mal die Vergleiche mal zu zeigen, dass man da auch wirklich was sieht. Wo habe ich den hingelegt? Hier. So. So, das hier rechts ist quasi ein konventioneller Lüfter, stinkt nochmal mit dem Kunststoffrahmen hier. Und das hier ist jetzt der Noise Blocker Multiframe. Warum heißt das Ding eigentlich Multiframe? Ja, das Teil könnte zum Beispiel einfach Singleframe heißen, weil das ist wirklich ein Teil, komplett alles in einem ein Kunststoffklotz sozusagen. Und Multiframe heißt Multiframe, weil man eben, oder weil der Rahmen aus verschiedenen Teilen besteht. Und zwar hat man jetzt hier außen zum Beispiel den Schwingungsabsorber. Der sorgt jetzt dafür, dass wenn der Lüfter jetzt im Gehäuse angebaut ist, der ist hier wirklich sehr flexibel, dass dort schon die Schwingungen nicht aufs Gehäuse übertragen werden, um die Geräusche zu reduzieren. Ja, dann haben wir hier die Rücksprungkonstruktion, die man jetzt hier sieht. Man sieht das jetzt hier bei dem konventionellen Lüfter, der ist jetzt hier einfach, das ist gerade, das liegt komplett auf diesem Dreieck jetzt hier am Gehäuse auf, und diese Rücksprungkonstruktion verhindert das im Prinzip. Man hat jetzt hier eine viel kleinere Auflagefläche und dementsprechend können auch weniger Vibrationen vom Lüfter auf das Gehäuse, was nachher am Ende die Geräusche ja auch ausmacht, übertragen werden. Und ja, das ist eine echt gute Sache. Ja, der Lüfterrahmen, ja, das ist von Noise Blocker sozusagen entwickelt, ein materialmassierter Rahmen, der entsprechend Geräusche vom Antrieb oder halt eben auch von den Lagern aufnehmen soll und diese fürs menschliche Gehör einfach leiser wiedergeben soll. Also die würden quasi dann durch das hohe Eigengewicht von dem Rahmen, der nimmt halt diese Geräusche, diese Vibrationen auf und gibt das nach außen weiter, und das klingt dann dementsprechend fürs menschliche Gehör einfach leiser, weil die Töne dunkler sind. Und man merkt das jetzt auch hier, wenn man jetzt mal den Multiframe-Lüfter hier anhebt und diesen Standard-Lüfter jetzt hier, der ist schon wesentlich schwerer, ja? Und das liegt halt auch einfach an dem schweren Rahmen. So, was fällt einem noch sofort auf? Also der ganze Rahmen, der ist aerodynamisch von Noise Blocker optimiert worden. Wenn man das jetzt mal mit dem Standardlüfter mal vergleicht, allein schon jetzt erstmal die Auflagepunkte hier außen, ne? Quasi diese Rücksprungkonstruktion, dann die Aufteilung quasi vom Dämpfer zum Hauptrahmen, hat man natürlich jetzt hier eine viel dünnere Verstrebung, wenn man das jetzt mal hier sieht, wie die Verstrebung hier aussieht. Wenn man das mal dagegen sieht, hat man hier einfach eine große, grobe Fläche, wo die Luft auftrifft, die Geräusche produzieren kann. Dann haben wir jetzt hier innen drin, sieht man das vielleicht auch, jetzt hier innen drin, die Verstrebung, wo quasi der Antrieb sozusagen mitgehalten ist, gehalten wird, die sind auch
optimiert. Die sind sehr schmal und abgerundet von außen, dass quasi entsprechend so wenig Geräusche wie möglich entstehen. Und jetzt hier auch mal verglichen mit dem Standardlüfter, wenn man das jetzt mal hier umdreht, auch ist breiter und einfach flach und abgekantet. Hier ist sogar eine ziemlich raue Kante dran, also das könnte wirklich im Betrieb dann auch Geräusche produzieren. Ja, das hat Noiseblocker mit der Konstruktion versucht zu vermeiden. So, was befindet sich denn eigentlich hier innen drin im Lüfter? Ja, also Noiseblocker hat hier einen EKA Außenläufermotor verbaut. Ja, der sorgt für eine höhere Laufruhe und eine reduzierte Vibrationsentwicklung. Und das Ganze dann innen drin mit den NB Nano SLI Long Life Lagern, ja, die sehr präzise gefertigt sind und dementsprechend halt auch wenig Lautstärke wiedergeben. Ja, wenn man den jetzt so mit der Hand hier schon dreht, merkt man schon, der dreht wirklich verdammt leise und der ist jetzt quasi auch noch gar nicht eingelaufen. Ja, wenn ich jetzt mal den hier, ja, man merkt jetzt schon deutlich, wenn man den in der Hand hält und ich jetzt den Standardlüfter hier, das ist übrigens ein Phobia G-Silent Lüfter, wenn man den jetzt hier dreht, merke ich deutlich die Vibration in der Hand. Wenn ich jetzt den Noiseblocker Lüfter hier schon in die Hand nehme und den drehe, ich merke gar nichts. Ich merke dort nichts. Ja, das ist dementsprechend gut, wird das natürlich auch im Gehäuse funktionieren. So, wenn wir jetzt zum Test kommen, ich würde den Lüfter mal vergleichen mit einem Standardlüfter, mit diesen Phobia G-Silent, den ich jetzt hier habe. Davon habe ich auch zwei Stück hier. Und ja, natürlich dürfte das natürlich nicht fehlen, dass ich die Lüfter hier mit ganz besonderen Lüftern, die ich eigentlich auch immer schon verwende, natürlich vergleiche, und zwar mit den Noiseblocker E-Loops. Ja. Und wenn man das jetzt nochmal so mit dem E-Loop vergleicht, gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, bin ich der Meinung. Also beim E-Loop ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, er hat auch eine ähnliche Konstruktion hier auf den Auflageflächen, auch eine Art Rücksprungkonstruktion und hier innen drin auch nochmal zusätzlichen Absorber, wo der Lüfter dann quasi auf dem Gehäuserand bzw. auf dem Radiatorrand aufliegt. Insgesamt ist der Lüfter, der E-Loop, aber auch leichter als der Multiframe. Der Multiframe ist schwerer und zum Beispiel unten die Haltestreben jetzt hier vom Antrieb, die sind auch ein bisschen dicker und ein bisschen anders geformt. Also der Multiframe, dort sind diese Leisten jetzt hier, diese Streben von oben nur abgerundet, und beim E-Loop sind die ja fast komplett ringsrum abgerundet und leicht geschwungen, also schon ein kleiner Unterschied zum Multiframe-Lüfter. Ja, der Rahmen sieht natürlich auch ein bisschen anders aus. Ja, wenn man jetzt hier sieht, hier hat man jetzt den Zwischenraum, hier ist jetzt der Schwingungsdämpfer beim Multiframe dazwischen, um dann natürlich entsprechend optimal die Vibrationen nicht aufs Gehäuse zu übertragen. Weil was macht immer Vibrationen? Erstmal kann das der Lüfter an sich sein, und dann kann es natürlich auch sein, wenn ich den Standardlüfter jetzt hier drehe und schon in der Hand merke, dass dieser vibriert, dann nur diesen Kunststoffrahmen hier habe, der aus ziemlich hartem Kunststoff auch noch dazu besteht, werden die Vibrationen natürlich aufs Gehäuse übertragen. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade ein übelst massives, schweres Gehäuse hat, sondern doch eher was aus dem unteren Preissegment, was jetzt nicht heißt, dass es unbedingt schlecht ist, sondern einfach die Materialien dort meistens dünner sind, kann man natürlich die Vibrationen am Ende vielleicht wirklich böse hören, und wirklich, das kann dann zum nervenden Geräusch werden, wenn ihr jetzt am Rechner sitzt. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres als nervende Geräusche am Rechner. Das sind für mich auch eigentlich so diese Nonplusultra-Lüfter, wenn es jetzt in den Wasserkühlungsbereich geht, auf Radiatoren und so weiter. Aber ich denke, dass der Multiframe-Lüfter auf dem Radiator auch eine ziemlich gute Figur machen wird. Ja, und wie das Ganze dann ausschaut, das sehen wir dann jetzt gleich im Anwendungstest. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei beim weiteren Zusehen. Bis gleich. So Leute, ich stelle euch mal kurz das Testsystem vor, und zwar legen wir da auch mal los direkt. Also wie ihr hier seht, das Ganze ist in dem neuen
Fractal Designs R6 eingebaut. Ja. Haben wir eine GTX 1080 Ti im Referenzdesign. Die ist deswegen hier drin, weil ich das hier quasi dann auch nächste Woche ungefähr komplett auf eine Custom-Wasserkühlung umbaue. Und deswegen brauchte ich jetzt eine 1080 Ti im Referenzdesign. Die ist jetzt hier erstmal drin. Dann haben wir hier ein Aorus Z370 Gaming 7 Mainboard. Mit Z370 Intel-Chipsatz. Und hier drauf ist ein 8700K, der ist geköpft, der läuft auf 5 GHz mit knapp 1,3 Volt. Dann 32 GB RipJaws, ja, von Gieske. Und dann natürlich hier unsere Kompaktwasserkühlung, mit der wir jetzt natürlich die Temperaturen und die Lautstärke testen werden. Und zwar ist das die Riven Naya 240. Die ist noch relativ unbekannt. Ist aber, kann ich schon mal sagen, ziemlich gut. Also die kostet ca. 120 Euro, glaube ich, soll die kosten. Verfügbarkeit ist ziemlich schlecht noch in Deutschland. Aber die Kühlleistung ist echt gut und die sieht auch verdammt gut aus, wenn die nachher eingeschaltet ist. Das seht ihr dann. Und dementsprechend haben wir hier auf dem 240er Radiator die Original-Lüfter von Riven. Und ja, wie die sich schlagen bei der Lautstärke und der Temperatur, sehen wir dann auch gleich im Test. Also ich werde hier auf alle Fälle testen mit 25% Lüftergeschwindigkeit, 50% Lüftergeschwindigkeit, 75% Lüftergeschwindigkeit und 100% Lüftergeschwindigkeit. Und zwar geht es natürlich in dem Video, geht es hier um die hier. Multiblocker, Multiframe. So. Und noch mit zusätzlich zu dem Vergleich kommt 1. Moment. 2. Kommen noch 2 E-Loops von Noiseblocker, ja, die wir noch im Vergleich haben zu denen, wie die Temperaturen dort sind, weil die sind ja speziell auf Wasserkühlung spezialisiert. Die Multiframe sind sowohl als auch für einen Radiator gut und als Gehäuselüfter. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und schauen uns mal die Testergebnisse an von den Originallüftern von der Riven Naya 240 Kompaktwasserkühlung auf dem i7 8700K. Und um wirklich die Lautstärke auch mitzubekommen, habe ich jetzt mal die Systemlüfter alle auf 25% runter geregelt. Die Pumpe läuft auf 100% und aktuell läuft der CPU-Lüfter, worüber jetzt die zwei Lüfter von der Kompaktwasserkühlung angesteuert sind, auch auf 25%. Das ist quasi unser erster Test. Die laufen jetzt hier gerade mit 411 Umdrehungen. Ja, das ist wirklich sehr langsam. Ich habe vorne mal die Tür aufgemacht, dass wirklich auch ein bisschen besserer Airflow ist. Um mir das Ganze zu vereinfachen, habe ich hier BIOS-Profile angelegt, einmal mit 25%, einmal mit 50%, einmal mit 75% und einmal mit 100%. Und da ist es natürlich jetzt für mich einfacher dann, wenn ich die Lüfter getauscht habe, die Profile anzuwählen und dann im System, im Windows zu testen. So Leute, ich lasse jetzt so 10 Minuten jeweils den Times-By CPU Benchmark Test durchlaufen. Ich habe den mal auf dem Fenstermodus gemacht und auf 1920x1080 und den lasse ich jetzt im Loop einfach mal hier laufen. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich die Temperaturen entwickeln. Riven Lüfter gerade aktuell 25%. Momentan hört man nicht viel davon, belege ich die Pumpe. Wenn man das Kreuz jetzt noch zumachen würde, wäre es relativ ruhig. Die ersten 10 Minuten sind rum. Das Ganze jetzt mit den Originallüftern bei 25% und ja, hier sehen wir die Maximaltemperaturen. Ich würde das jetzt mal bis 100% durchtesten und melde mich dann einfach mal wieder, wenn wir die Multiframe-Lüfter auf dem Radiator montieren. So, also man kann jetzt schon deutlich bei 50% Drehzahl schon deutlich hören, dass die
Also die Riefenlüfter, die originalen, die sind schon deutlich hörbar. Ich versuche das auch immer kameramäßig ungefähr an der gleichen Stelle zu halten dann, dass ihr euch ungefähr den Unterschied dann vorstellen könnt. So, das ist jetzt die Lautstärke bei 75% und die kann definitiv schon als störend wahrgenommen werden, bin ich der Meinung. Also mir persönlich wäre das für einen Normalbetrieb jetzt zu laut. Irgendwo war man ja beim Zocken noch die Kopfhörer auf hat, aber so, das sind die Riven Originallüfter bei 75%. So, das sind 100% Lüftergeschwindigkeit auf den originalen Riven-Lüftern. Die drehen jetzt gerade mit 1700 Umdrehungen. Die Riven-Lüfter, die werden jetzt demontiert. So, und ich werde jetzt hier die Multiframes installieren, und zwar mit dem mitgelieferten Gummi-Montagerahmen hier nochmal zusätzlich zur Entkopplung. Der wird hier einfach montiert, indem er hier reingedrückt wird. Zack. Die Lüfter, die sind jetzt montiert, die Multiframes. Ihr müsst bei der Montage ein bisschen aufpassen, dass ihr diese Gummirahmen nicht einklemmt, weil sonst kann es passieren, dass sich die Lüfter hier verklemmen, wenn die sich nach innen wölben, diese Gummirahmen. Und ja, ansonsten haben die Schrauben von der Kompaktwasserkühlung haben super gepasst. Und ja, wie fest habe ich denn das jetzt gezogen? Ich habe das so festgezogen, bis sich der Gummikörper leicht angedrückt hat. Also ich habe das nicht richtig angebrummt, sondern ja, halt ein bisschen Vorsicht walten lassen. Es muss nicht komplett festgezogen werden, das Ding sitzt bombenfest. Also die Lüfter sitzen hier richtig fest drin. Und ihr seht auch hier jetzt, wenn man jetzt hier mal bewegt, die sind immer noch beweglich, weil sie halt eben flexibel gelagert sind. Was dann halt eben auch die Überschwingungen, die übertragen werden aufs Gehäuse und auf die Teile, verringert. So. Und ich würde jetzt mal hier direkt starten mit dem Test und fange dort auch mit 25% PWM Lüfterkurve an und dann halt eben so 50% und 75% und dann halt anschließend 100%. Und wir sind einfach mal gespannt, wie leise sind die Lüfter und wie gut kühlen sie denn. Auf 25% sind sie auch genauso leise wie die Originallüfter. Da hatten die Original Riven, die haben auf 400 Umdrehungen gedreht. Die Noise Blocker Multiframe drehen bei 25% auf 600 Umdrehungen. 680, glaube ich. Ja, 680 Umdrehungen bei 25% PWM Lüfterkurve. So, das sind 50% PWM-Geschwindigkeit. So, das sind die Multiframes auf 75%. Deutlich leiser als die original Riven-Lüfter. Mehr als deutlich. Das sind die Multiframes auf 100% Drehzahl.
Also ich würde das jetzt behaupten, dass das locker dreimal so leise ist wie die Original Briefenlüfter. Also die sollten jetzt auch auf 1500 Umdrehungen drehen und ja, dann habe ich auch einen direkten Vergleichswert, weil die Reven bei 75% hatten die Reven 1500 Umdrehungen und diese Noise Blocker jetzt hier, die Multiframes, bei 100%, und da haben wir natürlich einen guten Vergleichswert dann, was die Temperatur angeht. Also von der Lautstärke her schon mal die Multiframes ganz klar vorne. Also selbst auf 100% würde ich die jetzt nicht als störend empfinden. Also es ist ein sehr angenehmes Geräusch. Also das sieht erstmal so schlecht nicht aus. Und ich werde jetzt noch meine letzten Tests durchführen. Und zwar genau mit denen hier noch. Und zwar als Referenz noch mit dazu kommen die quasi passenden E-Loops, und zwar die B12PS, sind ebenfalls PWM-Lüfter, und wir schauen mal, ob es da einen großen Unterschied noch gibt zu den Multiframes. Also der Unterschied zu den original Reven-Lüftern auf dieser AIU, der ist auf jeden Fall schon mal nicht zu verachten. Nicht unbedingt temperaturtechnisch, aber wenn man sich die Temperaturen dann anguckt im Vergleich zur Lautstärke, es ist schon beachtlich. So, ich montiere jetzt mal die E-Loops hier, die beiden, und dann, ja, dann geht's weiter mit dem Test, und ich hoffe dann, dass ich euch ein paar sehr gute Ergebnisse liefern kann, weil ich persönlich bin sehr überzeugt von den Noise Blocker Lüftern. Ich benutze die seit Jahren, und in meine Wasserkühlungs-Builds kommen definitiv keine anderen Lüfter rein. Ja, also zumindest, wenn es nicht beleuchtet sein muss, kommt immer Noise Blocker rein. Das sind die E-Loops bei 25%. Auch noch schön leise. Die E-Loops bei 50%. Ich habe gerade mal geschaut, das sind ungefähr 900 Umdrehungen, haben die E-Loops bei 50% PWM-Lüfterkurve. Das sind die E-Loops bei 75%. Der hat so ein, ja, so ein, was soll ich denn sagen, so einen höher frequenteren Geräuschpegel als der Multiframe auf alle Fälle. Sind die E-Loops auf 100%, hier hört man jetzt eindeutig so diesen hochfrequentes Nebengeräusch. Ja, ich denke, das ist so bauartbedingt. Bei 100% Drehzahl dreht jetzt mit knapp 1500 Umdrehungen auch, also 1450 Umdrehungen sind das laut BIOS, und ja, ist etwas höher frequenter. Also ich würde die dauerhaft definitiv nicht auf 100% ertragen wollen. Muss man auch nicht, weil die Leistung auch bei 75% mehr als ausreichend ist. Also hier der Vergleich, E-Loop bei 100%.
So Leute, Dankeschön, dass ihr jetzt hier bei meinem ersten Review zugesehen habt oder eingeschalten habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Seid nicht ganz so streng mit mir, das war jetzt quasi mein erstes Video. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass die Noiseblocker Multiframe, also ich persönlich bin sehr überzeugt von den Noiseblocker Lüftern, ich benutze die schon seit Jahren, ich glaube schon seit, ich weiß nicht, 2004, 2005 so die Drehe, nutze ich die schon, ja, also in allen PC-Builds, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, waren immer Noiseblocker Lüfter verbaut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch halt zeigen, dass wirklich es auch einen Lüfter geben kann, der oder gibt, der leise und sehr leistungsstark ist. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen vielleicht verstanden, was hinter der Konstruktion des Multiframes steckt. Also da steckt wirklich viel Entwicklungsarbeit drin von Noiseblocker und beziehungsweise von Black Noise. Ja, und das ist wirklich ein erstklassiger Lüfter. Also den würde ich auf alle Fälle jedem empfehlen. Ihr findet die im Netz so für um die 20 Euro das Stück. Das ist jetzt nicht gerade billig. Es gibt sicher Lüfter, die leuchten in allen bunten Farben. Die kosten vielleicht bis 8, 9 Euro, 10 Euro. Aber ich sage euch auf alle Fälle, die Investition lohnt sich. Und ihr habt davon noch länger was. Ihr habt hier 6 Jahre Garantie auf den Lüfter. Und wenn ihr den 6 Jahre nutzt, dann hat er auf alle Fälle sein Geld rein. Was soll ich sagen? Der ist meiner Meinung nach leiser als der E-Loop, zumindest auf höheren Drehzahlen. 75-100% hört man den Multiframe oder nimmt man den wesentlich leiser wahr. Also wenn man den überhaupt hört, wenn die Tür zu ist. Weil durch die Konstruktion bedingt ist es halt wie bei die Noiseblocker es halt auch beschreibt. Durch diese Rahmenkonstruktion werden halt hochfrequente Töne vom Lager und so weiter alles aufgenommen und wird halt weitergegeben und abgedämpft und macht daraus quasi niederfrequente Töne, die fürs menschliche Gehör halt wesentlich leiser wahrgenommen werden. Und das konnte ich im neuen Test auch wirklich hören. Also ich habe jetzt den E-Loop halt auch mal laufen lassen auf 100%, also 75-100%. Also ihr habt das ja auch gesehen im Video oder beziehungsweise auch gehört, dass dort wirklich dann so ein hochfrequenter Nebenton ist. Der E-Loop muss halt auch nicht auf 75 oder 100% laufen, der kann auch auf 50% laufen, wo er wirklich auch leise ist, weil er halt wirklich extrem viel Luft durchschaufelt, auch auf 50% Drehzahl. Und ja, aber hier, den Multiframing kann man auch ohne Probleme mal auf 75% dauerhaft laufen lassen oder 100, wenn man jetzt die Tür zu hat am Gehäuse, ist das wirklich extrem leise. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ich habe jetzt natürlich hier zwei Lüfter habe ich jetzt hier übrig, also zwei Multiframes, die ich hier getestet habe. Und was soll ich euch sagen, Leute, die gibt es zu gewinnen. Ja, was müsst ihr für das Gewinnspiel machen? Es ist eigentlich ziemlich einfach, das ist jetzt quasi die alte Leier, die man quasi von jedem hört. Ja, folgt mir auf YouTube, ja, folgt mir auf Facebook, kommentiert das Video hier, kommentiert den Beitrag auf Facebook und auf meiner Facebook-Seite und unter allen Kommentaren und Abonnenten verlose ich halt eben diese zwei Lüfter. Ja? Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr beim ersten Video eingeschaltet habt. Seid nicht so hart mit mir. Ich bin jetzt, denke ich, das war jetzt hier auch nicht wirklich 100% perfekt. Das war jetzt quasi mein erstes Review-Video. Und ich kann euch schon definitiv sagen, dass so ein Review-Video nicht mal eben schnell gemacht ist. Das ist wirklich ein Haufen Arbeit, die dahinter steckt. Also ja, gerade das Filmtechnische, ich muss echt sagen, ich ziehe wirklich den Hut vor diesen ganzen professionellen YouTubern, die wirklich einen heiden Aufwand betreiben für ihre Review-Videos, die wirklich natürlich auch immer sehr, sehr gut aussehen, um dann so eine Qualität ranzukommen. Das muss man auch erstmal schaffen und das, ja, da bin ich zwar noch weit entfernt von, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen ein bisschen und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Review-Video. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was wird, aber ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal recht herzlich. Ja, folgt mir hier auf YouTube, folgt mir auf Facebook, seid immer aktuell dabei, was bei mir so Neues gibt. Und ja, da bedanke ich mich und wünsche euch eine angenehme Arbeitswoche. Ciao!